Bilder aus dem alten Jüdisch. Das Rathaus. Die Gaststätte Höhles Fickenscher. Das Rathausportal. Der Rathausturm. Laterne mit Lapsusruder an der Gaststätte Böhles Fickenscher. Die alte Mariensäule auf dem Kirchplatz. Die Sakristei an der Stiftsaustraße. Blick von der Ecke Kölnstraße in die Stiftsherrnstraße. Untere Kölnstraße mit Blick zum Marktplatz. Blick von der Posteikirche in die kleine Ruhrstraße. Die ehemalige Jesuitenkirche am Marktplatz. Die evangelische Kirche an der Schirmerstraße, Ecke Düsseldorfer Straße. Das Portal des Pfarrhauses gegenüber. Der Reuschenberger Hof, Ecke Bongartstraße, Bauhofstraße. Die einstige Kirchgasse, Köttelsjas oder Rue de Cotelier. Portal des Sepulchrinerinnenklosters. Ein schönes Portal an der oberen kleinen Ruhrstraße.
Blick in die kleine Ruhrstraße. Der Hexenturm am Marktplatz. Die Lederfabrik an der Schützenstraße. Hakenkreuzfahnen wurden nach dem Krieg im Film entfernt. Kleine Ruhrstraße, Ecke Grünstraße, in Richtung Marktplatz. Der Walrampplatz mit Hexenturm. Das Landratsamt, früher Kreisständehaus. Das Bürgermeisterhaus. Die Bahnhofstraße, Ecke Große Ruhrstraße. Das Landratsamt an der alten Kreuzung Kaiserallee, Hubertus Friedrich und Bahnhofstraße. Ein Blick von der Kaiserallee in die Hubertusstraße. Ein Blick zurück. Eine Villa an der Promenadenstraße. Der Elbach. Die Bahnhofstraße stadtauswärts, links der ehemalige katholische Friedhof. Die Große Ruhrstraße mit den Kreuzungen Köln- und Römerstraße. Oberkölnstraße, links der Schlossplatz. Die Normaluhr von der Wilhelmstraße, das alte Hotel Kaiserhof. Untere Kölnstraße mit Blick zum Marktplatz. Von der Wilhelmstraße bis zur Jesuitenkirche. In Friedrichstraße heißt die Große Ruhrstraße. Kaiserhof an der Friedrichstraße, die
Neusser Straße, Ecke Römerstraße. Fliegerbombe an der Ecke Bahnhofstraße. Ein Bus der Rheinischen Bahngesellschaft verlässt die Kölnstraße. Ecke Große Uhr, Marktstraße. Das Krankenhaus St. Elisabeth am Neusser Platz. Daneben das städtische Gymnasium mit der Direktorenwohnung. Wieder die Kölnstraße, links hinten das alte Postgebäude. Die Musikpavillon. Das Kriegerdenkmal, im Hintergrund die Schlossstraße. Der Kaiser-Friedrich-Gedächtnisstein. Die kleine Römerstraße stadtauswärts. Die Römerstraße, heute Friedrich-Ebert-Straße. Der Igtebach, heute Kanalisierung. Bauhofstraße Richtung Bongardstraße.
Große Ruhestraße, Bauhofstraße, hinter dem Erker, das Sepulchrinerinnenkloster. Der Reuschenberger Hof an der Baumgartstraße. Die Baumgartstraße, Stadt Einwärts. Vermutlich ein wiederverwendetes Stadttor. Einmündung des Igtebachs in den Elbach. Grünstraße, Ecke Raderstraße. Einmündung der Schlossstraße in die Düsseldorfer Straße. Die Außenfassade des Aachener Tores. Die Jugendherberge Jülicher Land am Kindergarten. Der stadtseitige Wallgraben mit dem Damm zum Südeingang. Im Hintergrund die evangelische Kirche. Das Kriegerdenkmal auf der Wilhelmsbastion. Wege im Wallgraben. Vermutlich ein Tor in der Kontramauer. Die Ostfassade der Schlosskapelle. Die Westfassade. Das Nordportal des Schlosses. Tor in einer Kurtinenmauer. Die Künette am Wallgraben. Eine Bastionsspitze. Die Steinbrücke über die Ruhr. Das Haus Wesselmann. Der Graben vor dem Brückenkopf im Brückenkopf Zoo.
Der Tingplatz, heute Ort der Stille. Firmet auf dem Brückenkopf im heutigen Stadtgarten. Im Hintergrund ein Flakturm. Gut Nierstein mit Ruhe auf. Die Stadionbrücke. Der Musikpavillon auf dem Schlossplatz, die Einmündung der Stiftsherrenstraße in die Kölnstraße. Die Sakristei der Propsteikirche an der Stiftsherrenstraße. Die Stadionbrücke, der Rosengarten im Brückenkopf.